vom 30-Meter-Sprint bis zum 10er-Sprunglauf. Beim Run and Jump des SCC Berlin ist für jeden Leichtathleten etwas dabei. Am 4. Adventswochenende kommen sie alle in der Rudolf-Habich-Halle zusammen, um sich gegenseitig zu messen. Viele von ihnen nutzen den Wettkampf, um ihre Leistungen für die neue Saison zu überprüfen. So auch Helene Wiethoff von der LW Nord-Berlin. Ja, der Wettkampf ist sehr früh in der Saison, eigentlich noch nicht richtig im Saisonbeginn. Also ist es so ein bisschen wie ein Trainingswettkampf, sehen wir den eigentlich, gar nicht richtig wie ein Wettkampf. Und einfach ein bisschen, um zu gucken, ob das Training anschlägt und ob die Leistungen stimmen. Und das Training hat sich ausgezahlt, denn die Ergebnisse der jungen Sportlerin können sich sehen lassen. Doch auch der SCC Berlin ist mit Corcabella Giallo weit vorne mit dabei. Er kommt gerade aus dem Trainingslager und kämpft sich gleich in mehreren Disziplinen aufs Treppchen. Ich hatte jetzt keine wirklichen Erwartungen gehabt, deswegen bin ich mit den Ergebnissen halt komplett zufrieden. Immer an seiner Seite zu sehen ist der junge Nicolo Mai. Die beiden sind bereits bei vielen Wettkämpfen zusammen angetreten und so kann auch Mai sich gute Platzierungen sichern. Ja, wie gesagt, ich mag es, mich mit meinen Freunden zu messen. Man hat immer Spaß am Wettkampf und ja. Aber die beiden sind nicht die einzigen, die sich intensiv auf die kommende Saison vorbereitet haben. Auch Nadine Reetz ist gerade erst wieder in Berlin gelandet. Das Training steht gut an. Ich hoffe, ich bleibe jetzt fit und gesund und dann denke ich, wird es eine gute Saison, vor allem auch im Sommer. Bei der jungen Sportlerin vom SCC Berlin zeigen sich nun beim Run and Jump die Erfolge des Trainings, denn auch sie darf mehrmals auf dem Treppchen stehen. Der Run and Jump ist immer etwas Besonderes, da Sportler aus verschiedensten Disziplinen antreten und am Ende des Jahres noch einmal alles geben, um mit einem guten Gefühl für die Leistungen in die neue Saison zu starten.